Hallo liebe Leute, da sind wir wieder zurück zu Trainfever, unserem geliebten Zugspielchen. Ja, das ist kein Spielchen, das ist ein ernstzunehmendes Spiel. Es ist einfach, oh, guck mal, schön wie er fährt. Ja, ja, oh, da kommt der Nächste. Ich wollte gerade was sagen, aber ja, man muss halt einfach wieder gucken. Oh. Es ist einfach herrlich. Okay, und das auf dieser Strecke hier, denn das ist ja unsere neu gebaute Strecke für den IC. Jetzt hat es gerade mal wieder das Monatsspeichern gemacht. Oder speichern, das ist nicht in Speichern, sondern ausrechnen, was die ganzen Fußgänger und Co. machen. Das ist unsere neue Strecke für den IC und nicht den ICE. Da muss ich mich entschuldigen. Offensichtlich habe ich öfters auch mal vom ICE geredet. Aber die Idee ist hier, einen IC fahren zu lassen. Mit Steuerwagen und mit einer BR101, einer roten davor. Denn das war ein Wunsch von einem Zuschauer, den erfülle ich gerne. Denn der ist schon, der steht schon länger im Raum, dieser Wunsch. Jetzt müssen wir aber hier, bevor wir hier weitermachen, ganz kurz noch etwas machen. Dazu gehe ich wie immer in meinen geliebten Pausenmodus. Oh, das ging jetzt aber flott. Ich wollte nämlich schnell gucken. Wisst ihr was, das können wir anders schneller machen. Wir gehen hier einmal quer über die Map rüber in unser Bergdörfchen Ranzau. Das ist ja doch auch relativ schön hier. Hier hat es auch einiges an Zügen und so weiter mittlerweile. Und was wir hier haben, ist eine neue Buslinie. Da hieß es, da hätte es einen kleinen Fehler gegeben. Aber ich habe vorher geguckt. Dafür geht das jetzt wieder lange. Hallo. Büsschen. Hallihallo. Jetzt hat es geklappt. Dankeschön. Und zwar sollte es so sein. Ich lese das mal ganz schnell vor. Also, ja, das können wir kurz machen. Es stimmt komischerweise. Also, Beethovenstraße vor Ranzau Haltepunkt. Das ist hier. Wieder zurück zur Beethovenstraße. Und dann zur Bachstraße. Das wäre ja das Umgedrehte von hier oben. Also das stimmt so. Das ist genau so, wie im Kommentar stand, dass es richtig wäre. Offensichtlich, ich weiß nicht, habe ich das vielleicht korrigiert nochmal im Video und es wurde übersehen? Ich weiß es nicht. Trotzdem danke für den Hinweis natürlich. Ich bin immer froh für solche Sachen. Da, ja, wenn da wirklich was nicht gestimmt hätte, ich glaube nicht, ich hätte es nochmal rausgefunden ohne eure Hilfe. Von daher ist das natürlich immer völlig genial. Anders kann man es nicht sagen. So, dann kommen wir jetzt hier zu unserer neu gebauten Strecke. Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Das Tunnel hier hat hier so ein Portal und hier hinten hat es ein anderes Portal. Richtig, das wurde noch bemängelt. Ich soll doch das bitte ändern. Jetzt ist einfach die Frage, kann ich so ein ellenlanges Tunnel abbrechen und das ohne Probleme wieder hinstellen? Das werden wir gleich rausfinden. Ich versuch's, denn das stimmt schon. Das sieht einfach nicht schön aus. Da, oh, ja, guck mal, was ich hier noch sehe. Okay, da wäre kein Zug drauf gefahren, nicht freiwillig, wenn er hier entgleist, weil die Schiene fehlt. Eieiei. Ja, sowieso, der Zug bremst hier auf 100, ja, was waren es, 124 km/h runter, so rum. Soll er das? Nein, soll er nicht. Das soll ja dann doch ein gewisses Tempo haben. Auch wenn wir den natürlich hier hinten in Weißwasser, da oben, wo es immer so schön ruckelt, den lassen wir durch den großen Bahnhof durchfahren hier. Ihr seht schon, das ist, ja, es ist halt einfach, wobei jetzt geht's gerade. Der soll hier dieses Gleis benutzen und der muss da natürlich auch bremsen. Also von daher, das wäre kein Hochgeschwindigkeitszug, sondern der soll so aussehen wie ein Hochgeschwindigkeitszug und ja, soll halt gut aussehen und das wird er mit Sicherheit tun. Jetzt ist einfach die Frage, soll ich hier, damit der hier schneller ins Tunnel reinkommt, wenn wir das Tunnel eh wegnehmen, soll ich das Gleis hier wegnehmen? Ich müsste nämlich, ja, es ist relativ klar, wenn ich das Tunnel muss ich im gewissen Abstand zu den Gleisen hier haben. Und wenn ich dann nicht will, dass er runterbremst, dann muss der hier sozusagen eine Gerade machen, dass er hier so rausgeht, möglichst gerade dann hier ins Tunnel reingeht. Das Problem ist, dann haben wir hier diese Gleise nicht mehr. Also dann fehlt das hier. Und ich habe eben doch relativ gerne so viele Gleise nebeneinander, muss ich sagen. Das sieht einfach cool aus, vor allem wenn natürlich Züge fahren. Jetzt bin ich am Pausenmodus. Das, ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wir könnten ja mal gucken, wenn wir das Tunnel eher abreißen. Ja, nee, wenn ich es abreiße. Ich reiß mal das Tunnel ab, dann ist es weg. So.
Das ist ja, es ist ein Klick und wow, und weg ist die ganze Geschichte. Das ist ja schon auch noch irgendwie krass. So, jetzt gucken wir mal. Wir gehen mit dem Gleis neu durch. Hier hat es eh noch ein Gleis. Ah, okay. Das habe ich in Etappen gebaut, so wie es aussieht. So, jetzt möchte er hier schon raus und oh Gott, er quält sich. Hier würden wir eigentlich wieder reinkommen. Dann wäre das eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Jetzt gucke ich zur Sicherheit nochmal, was wir hier für ein Portal haben. Das Moderne. Dann nehmen wir hier oben natürlich auch das Moderne. Jetzt ist einfach höchst noch die Frage, sollen wir das nicht doch noch verschieben hier? Zum Beispiel hier hin. Das würde ja auch funktionieren. Dann gehört es einfach irgendwie nicht mehr hier dazu. Das ist ein bisschen schade. Wir könnten dann zwar wirklich gerade rein, hätten hier diesen Bremser nicht ins Tunnel. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen hin und her gerissen. Das wäre jetzt der Vorteil, wenn das ein Stream wäre. Also immer vorausgesetzt, da guckt auch jemand zu. Dann könnte ich nämlich euch fragen, was ist besser? Eben, entweder die Optik, sprich, dass hier vier Gleise sind, was einfach schöner ist meiner Meinung nach, wenn hier dann der Zug abbiegt. Oder wollen wir ihm Fullspeed gönnen? Ich würde halt sagen, nein, wir gönnen ihm den Fullspeed nicht. Denn dann haben wir hier so eine einzelne Zug, ja, so einen einzelnen Zug fahren. Das ist doch einfach nicht schön. Das ist doch schöner, wenn der hier ist. Zudem, ich muss nochmal sagen, in Weißwasser muss er eh bremsen. Also, ich mache das mal so. Ihr könnt ja vielleicht in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Das würde mich noch interessieren, denn das ist hier halt schon... Ja, es ist halt die Frage, was man haben möchte. Tempo oder hier die Kompaktheit. Aber was wir ganz bestimmt haben wollen, wäre hier ein Gleis. So, jetzt passt das auch. Denn mein Albtraum ist sowieso, dass am Schluss irgendwie das Ding nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Aber so weit sind wir ja eh noch nicht. Sondern wir bauen jetzt mal weiter. Also jetzt haben wir mal die Nummer 1 korrigiert sozusagen. Habe ich jetzt wirklich hier hinten das richtige Tunnelportal? Jetzt finde ich es nicht mehr. Doch, hier ist es. Ja, das sieht zwar ein bisschen Panne aus, muss ich sagen, weil da halt vorher schon ein anderes Tunnel war, was den Berg sozusagen vorgeformt hat. Sieht das besser aus? Nee. Das ist verschlimmbessert. Wobei doch, Moment, wir kriegen hier... Hier vorne kriege ich es nicht weg. Dann würde man die Tunneleinfahrt besser sehen hier. Die ist halt... Ja, da sollen wir es nochmal wegnehmen und nochmal neu bauen und hier ein bisschen schöner machen. Das sieht schon nicht. Es sieht Panne aus. Ach, wir haben das Geld. Wir machen das nochmal neu. Das heißt, wir schütten das hier erstmal ein bisschen auf. Oder auch nicht. Moment. Erg! Jetzt diesen hier, dann jenen hier und dann so. Gut, also wir schütten das ein bisschen auf, machen es ein bisschen gleich und dann kann er hier ein schönes neues Tunnel bauen, ohne Vorlasten. Ja, Altlasten, nicht Vorlasten, Altlasten. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich mache es mal von hier hinten, dann müsste die Höhe richtig eingestellt sein schon eigentlich. Das wäre von hier unten. Einmal rüber. Da ist da doch ein ordentliches Stück. Also er kann ja seine 300 Kilometer hier auch wieder aufnehmen. Ah, guck mal, das klappt sogar. Und das müsste jetzt eigentlich... Jetzt müsste es ein relativ schönes Tunnel geben. 2 Millionen, ja, kein Ding. Ja, das sieht definitiv besser aus. Gut, haben wir das Tunnelproblem erledigt. Danke für den Hinweis, das hätte ich auch nie gemerkt. Wenn man das dann mal gebaut hat... dass das zwei verschiedene Portale sind, die ich da erwischt habe. Das wäre schwierig geworden. Gut, wo sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Ah, ich glaube, wir haben bis Weißwasser gebaut. Ja, haben wir. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach Weißwasser rein. Ich habe übrigens einen neuen Verdacht, woran dieses Geruckel liegt in Weißwasser. Denn wir haben andere große Städte, da ruckelt es nicht. Wisst ihr, was wir in Weißwasser als einziges haben, was wir an anderen Orten nicht haben? Den hier. Und ja, jetzt ruckelt es natürlich nicht. Jetzt, wo ich es zeigen will, klassischer Vorführeffekt. Aber guck mal, es ist doch... Nein, jetzt ist es wieder nicht. Als ich das mal ein bisschen ausprobiert habe hier,
war es so, dass jedes Mal, wenn der Bus, also der LKW-Bahnhof hier ins Bild kam, hat es geruckelt und nachher hat es sich wiederholt. Hm, ist ja schon komisch. Oh, guck mal, wer hier zu Gast ist in Weißwasser. Das ist ja der Raab.de und der fährt gerade ein. Wisst ihr, was wir da schnell machen? Da gucken wir schnell, wie der reinfährt. Denn es hieß noch, wir sollen mal gucken, wenn der stehen bleibt, was der noch macht. Der hat nicht nur dieses Durch, so Anfahrts, Einfahrts, oder, nee, Ausfahrtsignet. Wie sagt man dem denn? Da hat die Frau, die sagt, Achtung, Zug fährt ab. Das ist nicht nur das, sondern, jetzt fährt der raus. Nein, du bist ein Idiotenzug. Arg. Naja, wir werden es noch sehen. Das ist natürlich, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass er rausfährt. Ja, das ist ja, genau. Also, wo standen wir? Hier, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß nicht, sollen wir das Ding mal abreißen und gucken, ob das irgendwie bessert mit der Performance? Jetzt im Moment geht es interessanterweise. Das ist nicht mehr annähernd so schlimm wie auch schon. Wobei, ihr seht schon, wenn ich drehe und hier reinfahre, weil es ärgert mich. Das wäre so ein cooler Bahnhof. Der wäre so in meinem Gusto. Da ist noch ein Haus im Weg. Ja, so wird's gehen. Okay, wisst ihr was? Wir lassen es mal. Aber wir kümmern uns jetzt hier um das, was wir wollten, nämlich um den Weiterbau. Also, der Zug benutzt dieses Gleis. Ich gucke nochmal zur Kontrolle. Na, wo ist unser Tunnel? Hier, genau. Also, das äußerste Gleis. Der fährt dann hier lang. Und dann sollte er hier eben über die Brücke. Genau. Geht hier über die Brücke, geht hier rein und benutzt dann dieses Gleis. Und hier fährt er durch. Hier hält er nicht an, sondern hier fährt er rein aus sozusagen aus optischen Gründen durch. Dann geht er hier in dieses Gleis rein und würde dann hier rauf. Stimmt das? Ja. Wie sieht denn das mit dem Signal aus? Das ist eigentlich falsch. Das ist nach der Weiche. Wenn, dann müsste es hier zwei Ausfahrtssignale haben. Naja, ich glaube, die habe ich. Diese Schienen sind noch gar nicht belegt. Ich glaube, die Signale habe ich einfach mal gebaut, damit das irgendwie nach was aussieht. Ist zwar natürlich auch wieder vorne Weiche. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal die Signale für die Strecke, die wir bauen. Beim Rest wissen wir ja noch gar nicht, was passiert. Also, wenn der hier durchrasselt, dann braucht er hier natürlich ein Signal. Und der Zug hier, der hat eigentlich ein Ausfahrt. Doch, der hat ein Ausfahrtssignal. Das ist noch ein Teil vom Bahnhof. Dieses Gleis. Gut, dann fährt er hier lang, fährt hier rüber. Jetzt machen wir hier mal zu. Und dann, jetzt kommt die große Frage. Was soll er machen? Wir wollen da nach hinten runter. Nicht nach Henzendorf, sondern nach Krummstedt. Genau. Wir hätten auch hier natürlich bestehendes Gleis. Aber sollen wir jetzt dieses Gleis wieder nochmal belasten mit einem weiteren Zug? Denn nach Krummstedt fahren doch schon 4 oder 5 Züge. Unter anderem hier unser Raab.de. Ich würde fast eher sagen, wir gönnen unserem Zug ein eigenes Gleis. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir raus? Also, wir benutzen eigentlich das Gleis, wo der Raab.de gerade drauf ist. Fahren hier durch die Stadt durch. Hier könnten wir wechseln. Und dann gehen wir hier wieder raus und wechseln nochmal. Hier kommen wir nicht an der Straße vorbei, oder schaffen wir das? Doch. Doch, doch, das geht. Okay. Dann hier rüber. Wir könnten hier natürlich sogar... Ich würde hier nicht mal ein drittes Tunnel machen. Wir können hier oben durch. Hier haben wir Platz. Und hier machen wir zum Beispiel eine Brücke. Machen wir hier eine Brücke? Doch, hier machen wir eine Brücke. Wir müssen noch gucken, wo wir hier hinten dann hin müssen. Aber da könnten wir mit der Brücke rüber. Wir machen jetzt zuerst mal das hier. Ja. Dann gehen wir hier unten durch. Und hier, wir könnten natürlich auch erst hier hinten raus, denn sonst... Ne, wir gehen hier raus. Dann haben wir hier schon Gleis. Ich würde mal sagen, das ist schöner. Nur so wird es natürlich relativ schwierig, an der Straße da vorbeizukommen. Ja, boah. Nee, da hat dann gebremst. Guck mal, da sind wir auf 80. Nee. Es war einen Gedanken wert, würde ich sagen, aber nicht viel mehr. So, wir gehen besser hier hinten raus. Hier können wir nämlich mit ein bisschen Tempo rausgehen. So, 174.
Guck mal, da kommen wir bis auf 200 km/h hoch. Allzu weit kann ich nicht, sonst muss ich hier wieder so einen riesen Bogen machen. Aber ich denke, so mit 185 kommen wir hier raus. Der ist sowieso nicht allzu schnell hier. Hier ist noch eine Weiche. Dann haben wir hier wieder die Weiche, aber über die Weiche kann er mit Tempo. Okay. Das würden wir mal so machen. Dann machen wir hier eine Kurve. Möglichst eine, die er auch mit Tempo machen kann. Wenn wir nach hier hinten gehen, was haben wir dann für eine Geschwindigkeit? 196. So werden wir schneller. Ja, er muss halt hier auch. Gut, der kommt ja sowieso mit wenig Tempo raus. Aus dem Bahnhof, aus der Stadt. Dann kommt er hier auf dieses Gleis. Dann, ja, bis der wieder Tempo hat, dauert sowieso einen Moment. Da hat er hier halt auch noch 160. Und wie gesagt, es ist ja nicht unbedingt jetzt als Hochgeschwindigkeitszug angedacht. Aber das ist mir fast ein bisschen zu nahe hier. Wenn wir hier eine Brücke machen wollen, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. So, wenigstens 160 haben. Okay. So, jetzt hier eine Brücke. Und zwar hier rüber. Dann ist die Frage, müssen wir auf die Seite oder auf die Seite? Da gehen wir mal gucken, was wir überhaupt wollen sollen. Wie kommen wir denn überhaupt da nach Krummstedt? Jetzt müssen wir das Pferd mal von der anderen Seite hier aufzäumen sozusagen. Wir gucken mal hier unten. Was hat es denn hier an freien Gleisen? Hat es hier überhaupt noch was? Müssen wir was teilen? Hier hat es nichts mehr. Wir müssen was teilen. Okay, wir könnten auf die, ja, auf die gelbe oder auf die blaue Linie. Aha, da sieht man schon, die gelbe kommt von hier oben. Dann nehmen wir die blaue, weil die geht Richtung Weißwasser. Okay, also wir nehmen die blaue Linie. Wir gehen irgendwo hier rein, beziehungsweise hier raus. Gehen hier lang, machen hier nochmal eine Brücke, kommen dann hier hoch und hier ist Feierabend. Okay, hier müssten wir dann in die blaue Linie rein, wenn wir das wollten. Dann müssten wir aber natürlich wieder irgendwie hier, ja, wir müssen ja durch die Stadt durch noch irgendwie kommen. Das wäre fast am besten, wir machen nochmal einen Tunnel da hinten und kommen dann hier raus. Dass wir hier irgendwo in diesem Bereich mit dem Tunnel rauskommen. Da bin ich jetzt aber schon einen Schritt zu weit. Wir müssen ja noch die Brücke machen. Ja, aber die Brücke bräuchten wir auf der Seite. Damit wir hier zum Beispiel ins Tunnel reinkommen können dann. Damit wir da auf der richtigen Seite sind. Wir können das Tunnel natürlich auch hier unten durchziehen. Das ginge auch. Aber ich glaube, es wäre besser. Wir machen eine Brücke, die hierhin führt. Das könnte jetzt noch interessant werden. Sagen wir es mal so. Lasst uns das doch einfach mal probieren. Mal gucken. Also, da gehen wir mal so. 300 und gehen mal in die Höhe. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir es rüberziehen. Nicht viel Gescheites wahrscheinlich. Kann es mir nicht vorstellen. So, wenn wir jetzt hier so rüber wollen, dann geht das schon mal nicht wirklich. Okay, wir könnten sie natürlich in zwei Schritten bauen, die Brücke. Indem wir hier noch einen Hügel machen. Hier hinten vielleicht noch einen Gegenhügel. Ich mache mal einen Hügel. Dann schauen wir mal, ob wir die Brücke darauf kriegen. Also ich kann halt nichts versprechen, wie das nachher aussieht. Aber eigentlich die Idee dahinter, die ist, ja, ich behaupte jetzt mal frech, vielversprechend. Also wir gehen hier in die Höhe. Mal ein bisschen näher ran. So, wie, ja, das ist halt die Frage, wie hoch? Keine Ahnung. Wie breit, wie lang? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal. Mal gucken, jetzt haben wir hier definitiv eine Erhöhung. Okay, das hätten wir. Wenn wir jetzt mit dem Gleis hier raufgehen, was passiert dann? Wahrscheinlich auch nichts Schlaues. Ah, doch, das würde schon mal funktionieren. Okay. Jetzt nehmen wir aber eine Brücke, mit der wir dann auch, oder kann ich das hier rüberziehen, dass das auch angenommen wird und gehe dann hier so rein. Macht er hier dann auch einen Zwischenstopp? Nein. Schade. Ich hätte hier ja noch so gewisse Hochgeschwindigkeitsbrücken. Das ist natürlich schade. Wir gehen mal wieder, ups, falsch. Wir gehen mal wieder zurück hier zum Hügel. Und gucken mal, was wir hier... Ja, hier können wir fast jede Brücke bauen.
neige irgendwie zu der. Das ist, glaube ich, die Hamburger Hochbahn. Kann das sein? S-Bahn-Viadukt Hamburg-Hammerbrock. Das sieht doch nach einem schnellen Zug aus. Der kann hier auch mit 300 km/h rauf. Ja, ich würde mal sagen, ist mal gekauft. Können wir vielleicht noch ein bisschen runter? Dann macht er hier natürlich eine Grube. Eigentlich soll er nicht runter, sondern wir wollen von hier oben ja dann hier rüber. Ja, wir bauen das mal. Gut, das sieht eigentlich relativ nett aus, so wie ich mir das erhofft hatte. Und jetzt, ja, jetzt machen wir einfach wieder oldschool, einfach mal testen, was passiert, wenn wir hier weiterfahren. Wenn wir hier rüber wollen. Dann kriegen wir Ärger. Ich sehe es schon. Das geht auch mit keiner der Brücken. Wir müssen hier vielleicht auch nochmal einen Hugel machen, dass wir es hier wieder auf den Hugel ziehen. Ist halt blöd, weil das sind zwei Gleise. Da meckert das Spiel immer relativ gerne, habe ich festgestellt. So wird es gehen. Okay, das ist ja interessant. Sogar mit... Oh, okay. Sogar mit unserer Brücke sozusagen. Nur, ja, wir stehen hier natürlich falsch. Wir müssen ja hier hin. Nicht hier rüber. Was passiert denn, wenn wir hier rüber gehen? Dann müssten wir hier wieder sozusagen unten durch, damit wir wieder zu diesem Gleis... Nee, falsch. Wir sind ganz falsch. Moment. Düt, merk, merk. Alarm. Wir wollen hier zu der Brücke. Ah. Also. Ja, wir sind für meinen Geschmack zu weit weg von der anderen Linie. Das lassen wir bleiben. Das machen wir nicht so. Nee. Aber hier gucke ich mal, ob ich das nicht doch vielleicht noch... Kann ich das nicht irgendwie so bauen, dass wir schon die Richtung haben? Nein, das will nicht. Okay, warum will es denn nicht? Die Gleise sind irgendwie im Weg. Wenn wir ein bisschen höher gehen. Geht auch nicht. Noch höher geht auch nicht. Runter geht auch nicht. Warum geht es denn so nicht? Brückenpfeiler-Kollision. Aha. Und hier... Dasselbe Käse. Macht doch einfach die Brückenpfeiler hier links und rechts. Kann doch nicht so schwer sein. Man sieht ja, wo das Gleis ist. Sollen wir doch so rüber? Das ist ja wirklich Käse. Der macht hier dann riesen Bogen, dass er hier wieder reinkommt. Wir könnten natürlich das Tunnel auch hier machen. Dann muss er nicht so einen riesen Bogen machen. Wenn wir da oder wenn wir hier lang gehen und hier. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal die Brücke. Wir haben sowieso keine andere Wahl. Wir müssen uns sozusagen der Brücke anpassen. So, so wird's gehen. Ich gucke jetzt mal so in Kleinarbeit, ob ich noch ein bisschen... Guck mal, das geht sogar. Wenn man das ganz sachte macht... Immer ein bisschen weiter rausziehen, damit das da mit den Brückenpfeilern stimmt. Jetzt bin ich genau verrutscht. Wie ärgerlich. Jetzt wird es wieder stimmen. Das ist ja ein ordentliches Gebastel. Nein, jetzt haben wir dann eine Kollision mit dem Gleis. Selbst wenn ich weiter rausgehe. Okay. Aber hier geht's. So, so geht's. Okay, mit 191 km/h, das ist okay. Hier haben wir den Hugel. Das Gleis haben wir oben drauf. Jo, haben wir. Zumindest, wenn wir es gebaut haben. Und dann haben wir hier doch eigentlich eine schöne Brücke noch. Ja, das ist cool. Und dann hier der IC drüber. Der IC, nicht der ICE. Wird gebaut. Ist gekauft. So, dann geht's hier runter, genau. Und jetzt gucken wir mal. Ich ziehe das mal in einem. In einem Zug durch. Ja, er wird dann halt langsam. 141. Okay. Wenn wir hier hinten durchgehen, dann müsste es eigentlich funktionieren, dass wir schneller werden. Oder schneller sein können. So, dann wären wir hier, gehen hier runter und wollen hier wieder raus. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Da kann ich noch nicht so lang bauen. Ich muss ein bisschen, oder ich gehe jetzt schon runter. Dann macht er mir das Tunnel schon hier hinten. Das ist eigentlich unnötig.
sondern wir bauen das mal so, dass wir hier ganz runterkommen. Und dann ein bisschen höher. So, irgendwie, ich vergesse immer ein bisschen, dass man es ja auch da abbrechen kann, wenn etwas nicht passt. Aber ich finde es dann jeweils fast ein bisschen schade. Das ist jetzt die Frage, wenn wir hier... kann ich ja so testen. Ich ziehe das mal bis dahin, wo wir es haben wollen. Ne, hier war es noch nicht. Hier wollen wir rauskommen. Aus irgendeinem Grund haben wir 7000 Kollisionen. Der kollidiert da sogar mit dem Fluss. Aha, weil er eine Kurve machen muss. Was ist das denn hier komisches? Moment. Nee, was baut der denn da? Also entweder habe ich jetzt gerade für einen Moment den Überblick verloren. Wir brechen das mal ab. Hat der hier noch eine Brücke hingepflanzt? Der soll einen Tunnel machen. So, ich mach's nochmal. Hier wollen wir hin. Ich muss mal drehen. Nee, das geht nicht. Aber der geht hier tatsächlich über den Fluss. Der kann doch eine Kurve machen. Warum geht der nicht einfach hier durch? Sonst gehen wir hier halt normal über die Straße. Und gehen erst hier hinten ins Tunnel. Können wir natürlich auch machen. Wenn wir über die Straße rüberkommen. Aber das dürfte eine relativ rechtwinklige Angelegenheit werden. Blödsinn wird's nicht, denn das ist eine Brücke. Und ja, über die Brücke können wir nicht bauen. Hier müsste es gehen. Ja, würde es auch, wenn wir wieder den Bogen machen. Nirgse. Ja, das ist halt doch eine gewisse Bauetappe. Aber das ist, ich kann es nur noch einmal betonen, ich liebe es. Es ist einfach, das macht dermaßen Spaß, dieses Gebastel. Es ist halt Modelleisenbahn. Es ist die Modelleisenbahn, die ich nicht habe. Zumindest nicht in der Realität. Ich habe es jetzt halt hier virtuell. Was wäre denn, wenn wir hier rauskommen? Dann machen wir hier die Brücke, gehen hier rüber. Dann sind wir völlig falsch. Dann fahren wir nach Bischofsmeister, da will keiner hin. Zumindest nicht im Moment. Denn wir wollen ja nach Krummstedt. Und wenn wir nach Krummstedt wollen, müssen wir dieses Gleis nehmen. Dann müssen wir wirklich auf der Seite rauskommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier. Ich mache hier mal ein Gleis hin, einfach damit ich es weiß. Nicht jedes Mal hier wieder gucken muss. Also dort müssen wir hinkommen. Von hier aus. Da müssten wir eine riesen Kurve machen, wenn wir hier durch wollen und hier einen Tunnel machen. Dann wäre aber der Fluss nicht im Weg. Wenn ich so baue, dann kommt uns der Fluss in den Weg. Das ist ja doof. Und wir müssen früher ins Tunnel rein. Ja, ich kann natürlich das Tunnel hier so bauen. Das wäre auch eine Idee. Das wäre, ja, jetzt haben wir da, da sind wir zu spät. Und jetzt habe ich noch mein Gleis im Weg, was ich da gelegt habe, damit ich nicht immer wieder gucken muss. Nee, er geht trotzdem hier. Warum geht er denn jedes Mal hier über den Dingens, über den blöden Fluss? Müssen wir da einen anderen Bogen machen, einen Vorbogen sozusagen, also dass wir schon mal ganz eine andere Richtung haben. Wenn ich so baue, dann müsst ihr hier lang. Ja, sonst gehen wir halt nach hier hinten. Das ist ja egal. Er darf einfach den Fluss nicht... Ja, er kann nicht unterm Fluss durch offensichtlich. Wir müssen schlussendlich einfach irgendwie auf die Seite kommen. Wenn wir hier... das ist irgendwie doof. Ich mach mal das hier wieder noch weg. Sonst ist das im Weg. Kollision wegen falscher Gleislegung sozusagen. Hier hätten wir natürlich auch Platz. Und wenn hier kommt der Fluss nicht in den Weg, hier kämen wir raus. Ich versuche das einfach mal, ob das geht. Erstmal unter dem Städtchen durch, Hänzendorf. So, und jetzt runter. Das ist sowieso eigentlich falsch. Ich müsste hinten schon runter, sonst das zeigt nicht vernünftig an. Also, wir gehen hier ins Tunnel rein. Und zwar so, okay, das ist maximales Gefälle. Sehe ich das richtig?
Mach's noch mal. Doch. Weiter. Gefällen kann's nicht. Dann macht's da hinten das Tunnel. Doch, das würde stimmen. Jetzt würde es, glaube ich, sogar funktionieren. Doch, guck mal, jetzt, wenn wir hier nicht zu nah herangehen. Sonst will er da gleich ankuppeln. Ah, jetzt geht's. Okay, dann kommen wir hier raus. Dann können wir hier einen Bogen machen und kommen hier zu dem Gleis. Das würde doch passen. Komme ich denn nicht ein bisschen noch rüber? Muss mal die Perspektive wechseln, in der Hoffnung, dass dann die Anzeige nicht im Weg ist. Guck mal, hier würden wir auch rauskommen. Ah, okay, da hat jetzt aber die Perspektive getäuscht. Dann sind wir hier hinten. Nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja möglichst nah hier ran. Und da, vielleicht von der Seite? Das geht leider nicht. Der, ja, er kommt da immer ran. Okay, gut. Dann wissen wir das. Dann gehen wir aber mal noch so weit in die Höhe, wie wir können. Wow, cool. Wow, okay. Gekauft. Das ist genau, wo ich rauskommen will. Perfekt. Jetzt muss ich schnell gucken wegen dem Portal. Wir machen wieder das Moderne. Hier gehen wir aber eben doch ein bisschen. Nee, okay. Da, ja, nein, da täuscht immer die Perspektive. Das ist eine geometrische Frage. Das passt. Das ist gekauft. Gar nicht mehr rumbasteln. Wunderbar. Gut, jetzt wollen wir hier wieder ans Gleis ran. Möglichst natürlich mit Tempo. Können wir das? Kommen wir, vielleicht kommen wir sogar rüber. Nein, Kollision. Das, da passte dem Spiel wieder irgendwas nicht. Wahrscheinlich der Fluss. Nehme ich mal wieder an. Also hier kommen wir schon mal hin. Das ist ja schon mal okay. Hier kommen wir mit Tempo hin. Das ändert jetzt aber nichts, dass wir hier offensichtlich nicht über den Fluss rüberkommen. Nein, so nicht. Das ist ja komisch. Von der Seite her? Nein. Von dieser? Nein, auch nicht. Aha. Ich glaube, das Problem hatten wir doch hier schon. Deswegen hat es hier sozusagen eine Doppelbrücke und hier zwei einzelne. Da müssen wir nochmal eine einzelne bauen. Ja, wisst ihr was, liebe Leute? Diesem Problem werden wir uns in der nächsten Folge annehmen. Und dann geht's weiter. Straight ahead Richtung Krummstedt. Krummstedt, Hauptbahnhof, Hauptbahnhof Schwerin. Was ist das doch für ein schöner Bahnhof? Ich denke es mir immer wieder. Das ist das ideale Ziel für unseren IC mit Steuerwagen und Rotor BR101. Okay, ich lasse nochmal kurz laufen, denn ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Danke, bis dann. Tschüss.